Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Ja, wir haben ja schon mal so ein bisschen Grundstein für einen Bahnhof gelegt und wollen da jetzt demnächst durchstarten. Zu diesem Zwecke würde ich allerdings gerne eine Produktionsanlage bauen, die uns mit blauen, beziehungsweise ja doch mit blauen Fließbändern versorgt. Und dafür nehmen wir uns mal ein paar Montagsmaschinen daraus. Und ich würde gerne, wo haben wir denn Platz? Hier unten. Unten hätten wir Platz. Gucken mal, hier haben wir auch Einflussbereich von unserem Hangar. Das heißt, wir können uns hier den Wald wegzupfen. Und so, das machen wir spontan, ohne dass wir da hinten das Forschungslabor abreißen. Das ist ganz wichtig. Und zwar würde ich gerne meine Produktion in der Form umstellen, dass sehr viele Aufgaben von den Robotern benutzt werden und wir nicht mehr dieses Geschnörkel mit den ganzen Fließbändern haben. Also, zu diesem Zwecke machen wir hier mal noch ein bisschen Platz. Auch hier die Bäume, die nicht automatisch abgerissen werden, die holen wir uns dann mal da weg. Wir müssen noch mal gucken, wie viel Holz wir inzwischen haben. Das könnte eine ganze Menge sein. Hier irgendwo eine Kiste, die am Logistiknetzwerk hängt. Müsste hier unten der Fall sein. Wir haben 1700 Holz auf Tasche. Die können wir nutzen, um unsere Öfen zu befeuern. Machen in der Forschung ein bisschen weiter. Den Granatenschaden, den pushen wir nach oben. Wir haben jetzt nichts, was wir konkret forschen müssten, um weiterzukommen. Das heißt, es geht bei uns jetzt erstmal darum, unsere Basis zu erweitern. Und ja, also wir haben eigentlich, habe ich jetzt gerade einen Roboter abgebaut. Tatsächlich. Ich wusste nicht, dass man die aus der Luft pflücken kann. Cool, ich habe wieder was gelernt. Ihr hoffentlich auch. Den Bauroboter habe ich mit Rechtsklick aus der Luft geholt. Cool. Das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, wofür man es braucht, aber es ist sehr interessant. Wir könnten mal ein Rohr verlegen. Wo haben wir denn Rohre? Wir hatten irgendwo eine Rohrproduktion. Rohre. Ich mag Rohre. Gut, bis ich die gefunden habe, dauert es mir zu lange. Deswegen greife ich mir jetzt einfach ein bisschen Eisenplatten vom Band und mache mir die Rohre selber. Wir haben auch noch 19 Stück im Inventar, sehe ich gerade. Dann machen wir noch ein paar davon und noch ein paar davon. Jetzt habe ich gerade aus Versehen ein Umspannwerk gebaut. Ist aber nicht schlimm, das können wir auch ganz gut gebrauchen. So. Wir schleifen uns von hier oben unser Schmiermittel nach unten. Und die Variante, die wir jetzt hier haben, mit den Anbieter und anderen Kisten, die würde ich gerne nutzen, um, ja, um unsere komplette Produktion oder fast komplette Produktion darüber laufen zu lassen. Wir schnappen uns ein paar rote Schaltkreise, um weitere Logistikroboter aus dem Boden stampfen zu können. Dann machen wir den Belt einmal komplett leer und dann sagen 100 Stück. Die kann er dann so im Hintergrund schön basteln. Dann würde ich diese Produktion mal gerade abreißen. Haben wir noch einen Strommast, den können wir uns auch holen. So, und dann könnten wir schon mal eine Diesellokomotive bauen und eins, zwei und noch mehr Waggons. Die können wir dann da hinten schon mal parken. Wir machen jetzt alles gleichzeitig. Einfach nur, weil wir es können. So. Ich habe irgendwas umgedreht jetzt.
aus Versehen R gedrückt. Irgendwas habe ich. Okay. Ja, das passiert ab und zu schon mal. Gut. Hier lassen wir uns ein bisschen Platz und machen dann. Wie machen wir das? Ziehen uns erstmal das Rohr hier runter. Und zwar nehmen wir, wo haben wir denn unsere Rohre? Hier unten, da sind sie. Das ziehen wir uns einmal in die Richtung. Und dann machen wir mal eine Unterführung. So. Bis dahin. Und dann wieder Rohr. So. Ja. Einfach nur das, was wir schon mal hier haben. Dann würde ich gerne hier anfangen zu bauen. Jeweils einen Platz dazwischen lassen. Sieht doof aus. Es geht. Dann machen wir es so. So und so und so. So und so. Dann haben wir hier ein paar Produktionsmaschinen. Die nutzen wir, um unsere einzelnen Sachen herzustellen. Das heißt, hier möchte ich gerne herstellen blaue Fließbänder. Für die blauen Fließbänder brauchen wir Eisenzahnräder und schnelle Fließbänder. So. Das heißt, wir bauen uns eine Anforderungskiste. Haben wir noch blaue Greifer? Nein, dann bauen wir uns noch ein paar lustige blaue Greifer. Warum habe ich 50 Geschütztürme im Inventar? Ja. Blaue Greifer, einmal dahin und einmal so. Das war falsch, wir müssen wir einmal drehen. Was sind, was ich hier mache? Ne, ich mache hier auf der Unterseite Input und Output. Das ist, glaube ich, so, wie ich das gerne hätte. Oh, direkt alle. Und dann haben wir hier eine Anforderungskiste. Die stellen wir dahin. Ist das richtig? Das ist richtig. Hier fordern wir an. Und zwar rote Fließbänder und 50 Stück. Und Zahnräder 50 Stück. Ja, machen wir 100. Brauchen wir, was haben wir für ein Verhältnis? Wir brauchen 5 Eisenzahnräder und ein schnelles Fließband. Und dann machen wir ein Verhältnis von 5 zu 1. Das heißt, den drehen wir runter auf 10 und den drehen wir runter auf 50, 60, 50. So. Jetzt machen wir eine Anbieterkiste passiv. Und die benutzen wir, um dann diese Sachen zur Verfügung zu stellen. Jetzt gehen wir einmal hin und setzen uns einen Roboterhangar hier irgendwo hin. Da haben wir ihn. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und da nochmal 5. Dann machen wir hier 4, 4. Oder? So. Die nächste Fertigungsreihe könnten wir dann hier hinsetzen. Dann lassen wir aber einen Platz. So. Machen wir das so. Mal gerade gucken, wie wir das mit der Stromabdeckung. Da bräuchten wir zwei Felder dazwischen. Dann machen wir das in der Form. Dass wir da dann so ein Apparillo hinsetzen. Und dann hier drunter wieder die nächste Produktionsanlage. Kommen wir dann nicht mehr. Doch, da wo die Greifarme sind, kommen wir durch. Dasselbe dann hier. Machen wir 3, 3, 3. Da
Das sind jetzt nur zwei. Und hier setzen wir dann ein 4x4, ne? Ich hab's gleich. Okay, das machen wir anders. Jetzt machen wir hier 4. Dann machen wir hier den Kameraden. Dann machen wir dann hier 1, 2, 3, 4. Da, da, da und da. So. Und den klöppeln wir dann so dazwischen. Ja, das kann man so machen. Das ist nicht besonders schön, aber das kann man so machen. Dann kommt hier so dazwischen dieses Stromding hin. Und dann haben wir hier einmal die Kiste und einmal die Anbieterkiste. So. Blaue Greifarme. Das ist jetzt halt ein bisschen rumexperimentieren, wie wir das vom Layout her machen. So. Die ganze Sache ist jetzt mit Strom versorgt. Dann könnten wir dann noch ein Umspannwerk bauen. Das kommt dann hier so hin. Und eins in die Mitte. Dafür fehlen uns ein paar Stahlträger, die holen wir uns gerade. Granatenschaden ist fertig, da können wir vielleicht nochmal die Forschung anschmeißen und irgendwas Sinnloses, Schrottpatronen, es geht zu schnell. Granatenschaden 4. Nehmen wir. Und jetzt krallen wir uns hier ein bisschen Stahl. Das ist nochmal ein Umspannwerk, das kommt dann hier mittig unter den Kameraden drunter. So. Anbieterkiste, Anforderungskiste. Wir hatten gesagt, wir möchten gerne davon 10 und von den Zahnrädern gerne 50. Jetzt haben wir hier eine funktionierende Geschichte, die uns rein theoretisch dann die blauen Schaltkreise herstellt. Wir kriegen auch schon ein bisschen was, obwohl wir Eisenzahnräder noch nirgendwo einspeisen. Die Einspeisung der Eisenzahnräder würde ich gerne hier irgendwo in dem Bereich machen, dass wir uns eine Eisenlane dahinlegen und dann einfach massenhaft Eisenzahnräder produzieren. So. Wir haben die ersten Express-Fließbänder. Ich würde das gerne auf 10 Stacks begrenzen. Dann gucken wir uns hier mal das nächste an. Unterirdische Express-Fließbänder. Dafür brauchen wir 40 Eisenzahnräder, 2 schnelle unterirdische Fließbänder und 4 Schmiermittel. Das heißt, wir brauchen hier auf der Seite auf jeden Fall wieder Schmiermittel. Das können wir uns dann hier so ein bisschen elegant verteilen, dass wir da noch ein bisschen in der Mitte durchschlüpfen können. So. Machen wir das hier auch direkt. Da können wir auch irgendwas produzieren, was noch Schmiermittel braucht. So. Wir können das Ganze auch in die Richtung noch erweitern, dass wir hier so ein bisschen die Produktion in die obere Reihe setzen, wo wir Schmiermittel für brauchen. So, jetzt machen wir uns wieder eine passive Anbieter und ich mache mal ein paar von jeder Sorte. Dann machen wir eine hier hin und dann eine von der Sorte dahin.
da wo der Typ im Weg steht. So, und dann machen wir das folgendermaßen. Wir sagen, hier hätten wir gerne. Machen wir mal. Das brauchen wir 50. Ein bisschen viel, machen wir mal 100. Und von der Sorte machen wir mal 10. Das ist jetzt nicht genau das Verhältnis, was wir brauchen, aber ja, das können wir dann in der Form schon mal nutzen. Wir produzieren automatisch keine schnellen unterirdischen Fließbänder, deswegen bauen wir uns auch dafür eine Produktionsanlage. Zu diesem Zwecke machen wir hier mit einem Abstand die nächste Produktionsgeschichte. Sagen dann hier, wir möchten gerne schnelle unterirdische Fließbänder bauen, dafür brauchen wir die gelben und Eisenzahnräder. Lagerkiste ist falsch, das heißt, wir machen einmal diese hier und einmal diese hier und zack, zack. Hier sagen wir, wir möchten von den gelben 10 Stück haben und von den Zahnrädern machen wir mal 50. Gut. Das hier würde ich gerne begrenzen auf 4 Stacks, genauso wie ich das hier begrenzen möchte auf 2 Stacks. Dass wir nicht unsere kompletten Rohstoffe raushauen für den ganzen Kram hier zu produzieren und dann nachher ein Problem kriegen. So. Jetzt haben wir hier 3 Platz. Das machen wir dann hier ebenfalls wieder. 1, 2, 3. Können wir auch da direkt setzen. Und hier wollen wir gerne herstellen die unterirdischen Fließbänder, die ganz normalen. Und dafür brauchen wir Eisenplatten und Fließbänder. Also wir machen jetzt hier ein komplettes Setup für eine drohnengestützte Maschine bzw. Fertigungsanlage. Hier können wir ruhig 50 nehmen und von der Geschichte nehmen wir auch mal 100. Und den begrenzen wir wieder auf 2 Stacks. Machen uns noch ein paar Umspannwerke, die wir dann hier schön dazwischen setzen. Das müsste eigentlich dann hier unten hingehen. Hier in der, ja genau. Das gefällt mir gut. Können wir dann schon da hinsetzen? Ist das in einer Flucht? Gut, das machen wir später. So. Jetzt brauchen wir hier ganz normale Fließbänder. Dafür brauchen wir Eisen und wir brauchen Zahnräder. Das heißt, wir nehmen uns zur Hand eine Anbieterkiste, eine Anforderungskiste haben wir schon. Die Anbieterkiste kommt daneben. Wieder 2 Ärmchen. Und hier hätten wir gerne Eisenplatten. Machen wir mal 50 und Zahnräder machen wir auch mal wieder 100. Das Ganze begrenzen wir wieder. Also es ist jetzt eigentlich eine ganz repetitive Sache. Da kommen die Eisenplatten hin. Die hatten wir oben noch an einer von den Lagerkisten, deswegen wird der Krempel jetzt erstmal leer gemacht. Das finde ich ganz gut. So. Und das heißt, wir haben jetzt hier schon mal Eisen und wir haben schon mal Zahnräder, die wir brauchen. Das heißt für uns, dass wir uns diesen Belt, der hier kommt, Kiste, die reiße ich mal gerade mit der Rotpause ab. Und dann schmeiße ich mal ein paar Sachen ins Logistiknetzwerk. Die werden dann automatisch abgeholt. Wir haben auch noch 100 Logistikroboter in der Tasche. Die können wir eigentlich mal gerade platzieren.
ist ein Hangar, den nehmen wir dafür. Schmeißen wir die zwei Kerlchen mal rein. So. Das kommt weg und das kommt weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Wenn die sich die ganze Munition schon mal krallen. Wir machen hier ein bisschen Platz. Und, diese Fertigungsanlage, die können wir uns eigentlich auch abreißen. Hier den Krempel mal ein bisschen einsammeln. So, wir verlängern dieses Fließband. Ganz ohne Fließbänder geht es dann doch nicht. Es passt natürlich nicht so schön, wie ich mir das gewünscht hätte. Deswegen gehen wir hier jetzt ein bisschen runter. Führen das hier hin. Machen wir das so? Ja, wir machen das so. Gut. Hier machen wir jetzt 1. Und dann Greifarme in diese Richtung und in diese Richtung. Wir möchten dann gerne hier Eisenzahnräder herstellen. So. Diese Eisenzahnräder, die wollen wir gerne hier mehr oder weniger einspeisen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen Platz nach unten, wo wir die in Kisten werfen könnten. Dafür brauchen wir wieder Anbieterkisten als 2 Stück. Unser Inventar ist so zugemüllt. Ich schmeiß jetzt nochmal hier ein bisschen was weg. Können unsere lustigen Bienchen dann holen. Das funktioniert auch inzwischen ganz gut, weil wir eine gewisse Anzahl an Robotern jetzt schon herumschwirren haben. Schrotpatronen, Lasergeschützturmschaden, den nehmen wir mal. So. Jetzt haben wir hier 1, 2 Anbieterkisten und da schmeißen wir dann die Zahnräder rein. Das gleiche machen wir hier nach oben. 1, 2. Wie man jetzt sehen kann, die Zahnräder, die hier produziert werden und in die Kisten kommen, die werden direkt hier auf die einzelnen Fabriken verteilt. Können wir auch hingehen und noch weitere Greifarme setzen. Damit die Produktion schneller läuft. Die läuft nämlich jetzt komplett durch. Hier wird die ganze Geschichte verteilt. Expressfließbänder, und da fehlt es uns an Zahnrädern vor allen Dingen. Wir produzieren halt jetzt alles mehr oder weniger gleichzeitig. Von daher kriegen wir da relativ schnell ein Problem. Sobald unsere Kisten hier mal voll sind, produzieren wir halt nur noch das, was wir brauchen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich einen relativ hohen Eisenbedarf erstmal haben und die ganzen Zahnräder hier erstmal verteilen. Mal gucken, ich könnte vielleicht als nächstes, wie viel. Ja, da schwirren noch ein paar rum und wir haben auch noch 1, 2 von den lilafarbenen Flasks. Da haben wir also noch ein bisschen Luft. So. Was wir halt auch machen können. Wir gehen hin und machen weitere Anbieterkisten. 1, 2. Dann jetzt hier hin. Einmal da und einmal da. Dann setzen wir hier noch diese Kollegen, die hier die Kisten voll machen können.
Jetzt haben wir das Problem, dass der Belt, den wir hier haben, dass der eigentlich total überlastet ist. Das heißt, wir müssten hier dann die schnelleren setzen und dann müsste das, was hier an Eisen kommt, bei einem Belt ausreichen, um diese ganze Geschichte hier am Laufen zu halten. Ja. Ansonsten müssten wir einen doppelten bauen. Aber ich glaube, der blaue, der sollte es eigentlich schon bringen. Wie viel haben wir denn davon? 23. Dann versuche ich mal, das Ganze schon ein bisschen darüber zu führen. Davon haben wir auch schon immerhin einen. Man schaue sich an, wie schnell das ist. Das ist pure Wahnsinn. Das hier ein bisschen abkürzen und dann in der Form nochmal da dran basteln. So. Können diese Produktion hier in die Richtung dann teilweise möglicherweise noch erweitern, je nachdem, was wir da brauchen. Wir produzieren. Ah, da sind wir voll bei der Geschichte. Hier sind wir Anbieterkisten. Was fehlt uns hier? Eisenplatten. Warum haben wir keine Eisenplatten? Ah, hier Eisenplatten drin. Anbieterkiste. Wo sind unsere ganzen Roboter hin? Ah, ich weiß, welchen Fehler ich gemacht habe. Das hier ist falsch. Das muss leider weg. Die nehmen wir da raus und dann sagen wir hier Eisenplatten 100. Ja, und so wird ein Schuh draus. Hier haben wir Zahnräder, ein paar auf Vorrat. Gut. Ich sehe gerade, wir sind schon bei 27 Minuten. Das heißt, ich würde die Folge hier jetzt beenden. Diese ganze Geschichte würde ich gerne insofern erweitern, dass wir fast alles auf diese Art produzieren können. Und das heißt, wir steuern nur die Rohstoffe, die wir wirklich massiv brauchen, wie zum Beispiel die Eisenplatten, die ja sowieso durch die Schmelze laufen müssen, oder aber auch unsere grünen Schaltkreise. Die schaffen wir manuell hier rein, weil das Ganze mit Baurobotern bzw. Logistikrobotern zu bewältigen, wird ein bisschen schwierig. Ja, da machen wir auf jeden Fall weiter und würde gerne hier das ganze Areal nach unten noch erweitern, dass wir hier diesen Baupalast, den wir hier haben, erstmal nutzen können, um alles zu produzieren, was wir brauchen, um uns dann später, wenn wir in Richtung Großproduktion gehen, wahrscheinlich wieder Richtung Fließbänder bewegen werden. Aber so haben wir halt die Möglichkeit, erstmal alles zu produzieren, auf relativ kleinem Raum. Und ja, das ist so das, was wir machen wollen. Ich beende die Folge jetzt hier. Wenn ihr Lust habt, lasst ihr mir einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Und dann bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, bis zur nächsten Folge, viel Spaß, haut rein, bis dann, ciao!